Wir wechseln den Stadtteil und gehen nach Hamburg-Heimfeld. Da wohnt der Sänger Peter Heppner. Den kennen Sie mit Sicherheit. Der hat eine Stimme, die man nie vergisst. Peter Heppner wohnt seit kurzem in Heimfeld und da hat er ganz entspannt und zurückgezogen sein zweites Soloalbum vorbereitet. Dieter Vogt hat ihn besucht. Peter Heppner zeigt uns sein Heimfeld und im Video den Rest seiner bunten Welt. Für den Mund nehme ich rot und für die Augen blau. Deine Haare mal ich bunt in gelb und lila, grün und grau. Ich weiß auch, dass das nicht stimmt, aber es sieht doch lustig aus. Ich mach das so, wie's mir gefällt, denn ich mal ja meine Welt. Die bunte Welt des Peter Heppner liegt in Heimfeld. Da lebt er. Hamburg, Harburg vor der Tür. Da sprechen wir später drüber. Erst einmal ist der Sänger auf dem Weg ins Café zum Interview. Wir wollen über sein neuestes Werk sprechen. Meine Welt ist der Titel der Single des Albums My Heart of Stone. Die Dinge, mit denen ich mich mit meiner Musik auch sehr viel beschäftige, das sind ja sehr viel sehr traurige Dinge manchmal auch oder auch sehr ernsthafte Dinge. Und es sind ja auch gerade die Dinge, von denen viele Leute sagen, sie würden das Herz versteinern lassen oder würden einen abhärten oder ähnliches. Und da, das muss ich sagen, also das findet nicht statt. Also hat bei mir zumindest nicht stattgefunden. Es tut alles immer noch genauso weh. Und das habe ich dann mit dieser Platte auch schön rausgefunden. Weird trip, where I'm just moving on. Elektropop und wieder mal viel Melancholie. Dazu 70er und 80er Jahre Feeling, aber irgendwie neu. Was daran neu ist, ist, dass wir natürlich auch seitdem immer wach an der Musik dran geblieben sind, auch immer Musik gehört haben, uns über jede Entwicklung auch letztendlich freuen, die in der Musik so passiert. Deshalb auch viel, viel von dem, was in den letzten Jahrzehnten oder seitdem auch passiert ist, eben auch in die Musik einfließt und dass eben das Album auch zu einem sehr modernen Album macht. I will meet you. Seine Texte und seine Musik, überhaupt die Stimmung, fängt er in seinem geliebten Heimfeld ein. Also auf zu einem Rundkurs. Sieht man auch sehr schön, warum ich so gerne in Heimfeld wohne, weil es gibt hier sehr, sehr schöne alte Häuser. Es ist relativ zentral, es ist noch recht städtisch, aber es hat eben nicht so die ganzen Nachteile, die sonst so Innenstadtgebiete haben oder irgendwelche Innenstadtteile. Es ist doch schön überschaubar und ruhig. Macht Spaß, hier zu wohnen. Es ist einer der ältesten Festplätze in Hamburg überhaupt. Und hier findet auch alljährlich das Harburger Vogelschießen statt, was eines der ältesten Schützenfeste ist, das es hier in Hamburg überhaupt gibt. Nicht unbedingt meine Lieblingsveranstaltung, aber es findet hier eben statt. Und eben auch ganz, ganz viele andere Sachen, die dann hier auf so einem Festplatz spielen, wie heute zum Beispiel auch. Näher am Wald kann man in Hamburg kaum wohnen, gerade wenn man so einen stressigen Musikerjob hat eben, und wenn es gerade auch sehr stressig wird, dann immer mal wieder kurz raus zu können in den Wald, das ist einfach unbezahlbar, also das ist super. Stressabbau nach der Produktion seines zweiten Soloalbums mit großem Wiedererkennungswert, denn über allem thront seine unverkennbare Stimme, zu der er selbst ein ganz eigenes Verhältnis hat. And if you're asking where it leads us to. Ich erlebe meine Stimme offensichtlich ganz anders als alle anderen Leute. Mittlerweile habe ich natürlich schon verstanden, dass viele Leute auch glauben oder meinen oder empfinden, dass ich eine sehr besondere Stimme habe. Aber das ist, wie gesagt, nicht unbedingt, das kommt nicht so aus meinem eigenen Empfinden. Dann geht's erst richtig los. Dennoch, seine Stimme ist sein Markenzeichen. Und so ist der eine oder andere Song hitverdächtig. Im Frühjahr und Sommer spielt er mit seiner Band auf Festivals. Und seine Fans können sich schon auf seine Deutschlandtour im Herbst freuen. Zwischendurch kommt Peter Heppner immer wieder zurück in sein Heimfeld, um auszuspannen und Kraft zu schöpfen. Und so kann's jetzt immer.